Yo Leute, was geht ab? Und zwar, wir sind hier heute gerade in Max seiner Hut, Leute. Also ich bin hier gerade im Hotelzimmer und Max wird mich gleich abholen, Freunde. Und dann werden wir zu ihm nach Hause fahren. Ich bin das erste Mal dann bei ihm zu Hause. Ich bin gespannt, wie es da aussehen wird, Freunde. Wir werden natürlich alles auseinandernehmen. Ich werde alles festhalten. Und ich glaube, ich werde sein Gaming-Room, Leute, absolut zerstören. So, wir warten jetzt hier draußen auf King Crimex. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, Leute, da hinten kommt er. Oh, das Auto sieht zu krank aus, Freunde. Er ist einfach der König, glaube ich, hier von dem Ort. Bro, bist du der König, Alter? Danke, dass ich hier mitfahren darf, ja? Was geht? Ey, jetzt gehe ich das erste Mal zu dir nach Hause. Ich bin voll aufgeregt. Ah, Leute, wir fahren jetzt zu Max nach Hause. Dahin hat er mich eingeladen. Ich war da noch nie gewesen. Ich bin jetzt schon komplett aufgeregt. Und dann werde ich hier mit so einem fetten Auto abgeholt. Ich kann es nicht glauben. Och, Leute, wie das hier aussieht. Das ist einfach... Ey, das kommt auf Video gar nicht so rüber. In echt, ich sag euch ehrlich, voll der Film. Und auch die Leute, die denken hier wirklich, der Prinz kommt. Ich sag dir, die haben gerade geguckt, die sagen so, der Prinz Crimex kommt. Ich dachte, was ist da los, Alter? King Crimex. Leute, wir fahren jetzt zu Max, ich bin gehypt, Alter. Hier nochmal Spritpreise, aber das interessiert Max nicht. Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt das erste Mal hier bei Max drin, ey, das ist zu krank. Guckt euch das mal hier an, wie das hier aussieht. Oha! Leute, das ist hier einfach King Crimex, seine Bude, und wir sind live hier. Max, was sagst du dazu? Hast du denn schon Raum für mich, oder was? Ja, kann ich dir gleich mal zeigen, deinen Raum, ja. Wie, ich krieg jetzt meinen eigenen Raum, oder was? Das ist jetzt dein eigenes Zimmer hier. Wie, den kriegt man nur, wenn man ein Bentley kauft, oder was? Das kann man so nicht kaufen, das kriegst du nur, wenn du ein Bentley kaufst. Bro, die kostet also quasi so 300k die Flasche, kann man sagen. Ja, es gibt auch günstigere Bentleys, aber so pauschal kann man so sagen. Tornado wegziehen. Tornado wegziehen. Leute, wir gehen jetzt hier nach oben und da werdet ihr jetzt mein Zimmer sehen. Weil wir wohnen jetzt zusammen. Wir haben uns das Haus jetzt zusammen gekauft, Kappa. Hier sitzen wir dann abends immer und machen für die nächsten YouTube-Videos alles abklären. Boah, Leute, jetzt gehen wir hier rein. Holy moly. Wow, ist das dein Zimmer hier, Max? Guck mal, da PC, Leute. Geil, Alter. Ey, das sieht richtig, guck mal hier mit dem Bildschirm. Leute, das sieht so groß aus, Alter. Mach mal hier ein bisschen Action drauf hier, Alter. Was ist das denn hier, glaube ich, Spinne? Mach die Bildschirme an. Sonst drehe ich aber hier gleich richtig am Rad. Ey, bist du das? Wo hast du die Figur her? Das hat meine Freundin von mir machen lassen. Bro, die sieht gar nicht aus wie du. Boah, guck mal hier, Leute. Jetzt geht's hier. Boah, du hast ja ein Aquarium hier. Mach mal hier ein paar Fortnite-Dance-Moves. Nee, Fortnite-Dance-Moves. Ja, komm, jetzt weiter hier, will ich in mein Zimmer sehen. Komm. Ja, du bist schon angekommen in deinem Zimmer. Ach, hier penne ich, oder was? Weil dann, wenn ich dann so Videos mache, dann kannst du hier im Hintergrund mal so schlafen. Ist das eine Schlafcouch? Nee. Auf diese Kacke. Leute, hier soll ich pennen, oder was? Ja, das ist jetzt hier dein Zimmer. Aber es ist geil hier mit dem Bildschirm, dann könnte ich mir mal einige Filme reinziehen. Boah, Leute, das ist denn hier Premium, würde ich mal sagen. Ja, okay, dann werden wir das mal einrichten, würde ich sagen, Leute, oder? Ey, aber ich will unbedingt noch den Garten sehen, Bro. Das wäre wild. Ey, Leute, ich warte jetzt erstmal, bis Max unten ist. Und ich muss euch noch was erzählen, was ich vorhabe. Ey, Leute, ich werde gleich mich hier an seinen PC setzen. Ich werde sagen, ich muss noch was machen. Und wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde seinen Fortnite-Account löschen. Das habt ihr nämlich mir unten in die Kommentare geschrieben. Und ich bin gespannt, wie er drauf reagiert. Das machen wir gleich. Hier ist der dicke Pool von Max, Alter. Aber guck mal, hier ist einfach noch Sahara-Sand drauf. Ja, Leute, das ist ja alles noch vom Winter. Das muss jetzt natürlich auch alles fresh gemacht werden. Aber ich sag euch ehrlich, hier kann man auf jeden Fall leben und sitzen. Das ist mein Sohn, Leute. Das ist mein Sohn. Bitte helfen Sie mir. So, Leute, jetzt gehen wir mal hoch und gucken, was für ein guter Gastgeber Max ist, Freunde. Das interessiert mich wirklich mal. Ich bin mal gespannt, weil ich bin gerade angekommen, Leute. Ich war den ganzen Tag unterwegs und ich habe ein bisschen Hunger. Sagen wir es mal so. Willst du jetzt Fortnite-Video machen, oder was? Ja, lass vielleicht mal was aufnehmen, wenn wir hier schon zusammen sind. Mal das ist geil. Cruise-Game, 1000 V-Bucks noch, schmeckt. Oh, das sieht geil aus. Ey, Bro, ich habe übelst Hunger. Ich wollte jetzt auch mal gucken, was für ein guter Gastgeber du bist. Ich habe richtig Hunger. Ich sag dir ehrlich, ich habe richtig Hunger. Ey, Bro, ich kann nicht kochen, Alter. Ich bin kurz vorm Verhungern. Kannst du eine Kleinigkeit wenigstens machen? Toast machen oder so. Das ist ja geil. Ey, ihr geht jetzt einfach runter und macht... Ey, jetzt habe ich schon ein bisschen schlechtes Gewissen, Freunde. Ey, kann ich hier eine Runde zocken? Ja. Okay, danke. So, Leute. Wir sind jetzt hier am Max am PC. Wir können richtig Scheiße bauen. Guck mal, hier Travis-Skin. Kann ich jetzt hier nicht irgendwie einen Skin verkaufen oder so? Kann ich hier nicht Skins zurückgeben oder so, Leute? Geht das nicht? So, Leute, hier ist die Rückerstattungsanfrage. Ich glaube, da können wir einfach einen Skin abgeben hier, ne? So, welchen Skin geben wir, Leute, welchen Artikel war? Welchen Skin geben wir zurück? Bro, Boxer-Skin? Keine Ahnung, Leute. Machen wir einfach versehentlicher Kauf. Rückerstattung anfragen. Ja, ich müsste eine Rückerstattung... Oh mein Gott, nein, ich habe jetzt den Skin, glaube ich, wirklich...
Ach du Scheiße, Leute, er wird durchdrehen. Okay, Anfrage genehmigt. 800 V-Bucks wurden auf dein Konto gutgeschrieben. Oh mein Gott, ich habe jetzt hier zurückgegeben. Ich habe jetzt einfach den Skin zurückgegeben. Was ist das denn? Und jetzt, Freunde, ey, ich werde mich jetzt einfach, warte mal, hier Fortnite schließen. Und ich werde mich jetzt einfach bei Epic Games ausloggen. Und dann werde ich ihm einfach sagen, ich habe keine Ahnung, ob er seine Login-Daten hat. Und dann werde ich ihm einfach sagen, dass ich seinen Account gelöscht habe. Guck mal, Leute, ich werde mich jetzt einfach hier abmelden. Ich werde mich da jetzt abmelden. Zack. Soll ich jetzt mal gucken, was Max macht, Leute? Jo, Max. Ja. Komm mal hoch. Irgendwas mit deinem Fortnite-Scheiß, da geht nicht. Bro, das ist übelst billig PC, sag ich ehrlich. Das nervt voll. Der PC hat 20k gekostet. Boah, 20k. Hier, guck mal, hier der Playbutton hat vielleicht 20k gekostet. Nee, Bro, guck mal, ich wollte gerade zocken. Und dann auf einmal ist alles ausgegangen. Ich check das nicht. Kannst du dich irgendwie wieder einloggen oder so? Ich war doch gerade eben noch eingeloggt. Ja, Bro, das ist irgendwie weggegangen, keine Ahnung. Ja, Bro, log dich mal ein da jetzt. Ja, mach ich doch. Hä? Ich hab mich da nicht ausgeloggt, sag ich, so ist es. Bro, ich war doch gerade eben noch eingeloggt. Hä? Hey, Bro, dass du dein Passwort nicht mehr weißt, check ich aber auch nicht, ne? Hey, also, Bro, was hast du denn hier gerade gemacht? Ich hab gar nichts gemacht, ich hab mich einfach nur da hingesetzt und hab nichts gemacht. Geht's jetzt oder was? Ja, warte. Geht jetzt? Er weiß sein Passwort really nicht mehr. Das ist so schlecht. Guck mal her, Mann. Geht jetzt wieder oder was? Eine halbe Stunde später? Ich hab mein Passwort jetzt. Jetzt will ich sehen, dass du dich einloggst wieder, komm. Ja, du bist echt ein richtiger Bummi, ne? Dann freut mich ja, dass alles läuft bei deinem Fortnite-Account. Also, was hast du mit deinem Account? Ich hab nichts mit deinem Account gemacht. Ich hab eine Runde, ich hab einen Sieg für dich geholt, eine epische Krone. Hast du denn schon eine Ahnung, was für eine Überraschung ich dir gemacht hab hier? Guck mal, Travis ist noch da, alles geht. Mein, sieht hier noch relativ normal aus. Du hast den Skin zurückgegeben. Was? Du hast safe Skins verkauft. Nee, nein. Nein, Bro. Null verfügbar. Bro, just a prank. Ich hab einen Skin zurückgegeben. Ist doch nicht schlimm, oder? Boxer. Ja, der Boxer-Skin. Der ist weg jetzt. Digga, du kleiner Ehrenloser. Ja, der ist weg jetzt. Das wollte ich dir sagen. Das war eine kleine Überraschung, dass ich heute hier auf dem Sofa pennen muss. Ja. Leute, ey. Ich sag mal so, das hat er davon, wenn ich hier pennen muss auf den kleinen Pisssofa hier. Leute, das Ding ist, mit solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr. Ich mach dir was zu essen, nimm dich wie ein Bruder hier bei mir zu Hause auf. Was passiert? Meine Fortnite-Skins werden dafür gelöscht. So Leute, wir fahren jetzt zu Max seiner Mutter, die hat nämlich für uns gekocht. Ich bin echt gespannt, was es gibt, weil Max sein Toast, das war scheiße gewesen. Wehe, du sagst, meine Mama kann nicht kochen, ne? Okay. Dann mach ich mit dir. Ja, Bro, ich hoffe, es schmeckt auf jeden Fall besser als dein Toast, weil das war Müll gewesen. Dann wäre ich aber ein härter Gegner. Beruhig dich jetzt, Leute. Los geht's. So Leute, wir sind jetzt hier bei Max zu Hause, bei seinen Eltern. Wir müssen uns jetzt hier richtig krass benehmen und einen guten Eindruck machen. Max Mutti macht gerade Essen und ich sag jetzt schon mal, das schmeckt sehr gut. Oh, sieht geil aus, Leute. Guck mal, was wir bekommen haben hier. King Crimex Mutti hat aber richtig lecker gekocht. Hier, guckt euch mal an. Das sieht besser aus als im Restaurant. Bitte. Vielen Dank. Bitte. So, Leute, bei uns scheint die Sonne. Max hat aufgegessen. Sehr gut. Bei dir? Bei mir. Die Sonne noch mehr. Genau, bei mir gibt es noch zweite Portion, Freunde. Ihr wisst, ich bin auf Diät. Und deswegen gibt es jetzt nur noch Essen, weil Abend nichts mehr. Ach nee, heute Abend gehen wir auch essen, ne? Abbruch, Leute, tschüss. So, Leute, wir sind jetzt wieder im Auto drin und fahren jetzt zurück zu King Crimex. Leute, das Essen war echt sehr lecker gewesen von Max und der Mutter. Wie fandest du das Essen? Ja, wie immer gut, ne? Wie immer gut. Also, Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall bei Max und der Mutter einziehen. Hey. Achso, das will ich dir noch gar nicht sagen. Ist das hier so neue Mutter? Das ist noch Secret, Leute. So, Leute, wir machen jetzt hier noch Shopper-Session. Wir gehen jetzt shoppen im Wasgau. Supermarkt, Leute, hat mir Max gerade gesagt. Der Bentley steht hier natürlich fachgerecht geparkt. Guckt euch das an. Sehr schräg. Baba-mäßig. Guck mal, wie der vorne rausguckt. Freunde, das war es aber soweit für den Vlog gewesen. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil. Ich weiß nicht, habt ihr Bock drauf? Bei 20.000 Likes den zweiten Teil. Oh, jetzt renne ich hier die Tür kaputt, Leute. 20.000 Likes den zweiten Teil. War sehr geil, Bro. Abonniert Max, abonniert mich, Leute. Das war's gewesen. Tschö mit Ö.